Herzlich willkommen in der 80 Galerie. Und ich stelle heute einige Künstler vor, die die moderne Malerei und die Skulptur für sich entdeckt haben. Und als erstes stelle ich gleich mal Jost Haider vor. Das ist ein Künstler der neuen Leipziger Schule, der sozusagen in dem Kontext steht, dass er sein Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig geführt hat und dort sozusagen seine Technik gelernt hat. Wir sehen hier Acrylfarbe auf Leinwand und das ist dann so umgesetzt, als wäre es Ölfarbe. Wir sehen hier ganz viele Grüntöne, ganz viele Blautöne, die dann im 2D-Bereich sozusagen das 3D ausformen, also das Ganze plastisch machen und natürlich auch moderne Farben. Und des Weiteren komme ich zu Philipp Gundner, dort zu sehen mit seinen Werken. Und ich darf mal den Künstler zu mir bitten, vor die Kamera. Das ist der Künstler von diesen Bildern. Und bei ihm ist einerseits zu sagen, dass er aus der Schweiz kommt. Und ganz wichtig ist eben auch die Kooperation mit Schweizer Künstlern und auch mit österreichischen Künstlern, auf die ich auch noch eingehen werde. Wir sehen hier fast fotorealistische Kunstwerke. Hier sehen wir das Thema Frau und Modell und natürlich auch Architektur. Und er macht natürlich auch Aquarell. Und zwar sieht man auf seiner Webseite auch Landschaftsstudien und auch die Golden Gate Bridge ist dabei. Und natürlich auch Landschaften mit Schiffen bzw. Schiffe im Wasser und andere Dinge hat er also auch als Kontext. Das heißt also, er ist nicht allein bezogen auf das Frauenthema zu sehen. Und mal einen herzlichen Applaus. So, dann gebe ich gleich die Überleitung zu Frau Julia Sabine Beck und mal einen herzlichen Applaus für die Dame. Ihre Werke sind hier zu sehen. Wir stehen vor Alo di Bond. Ihr Thema ist natürlich ganz klar, weil sie aus Österreich stammt, aus dem Burgenland, ist natürlich ihr Thema naheliegend die Natur, aber sie ist nicht nur auf das Naturthema festgelegt, sondern bei ihr geht es auch darum, dass sie in ihrem eigenen Fotostudio, mit dem sie sozusagen alleine auf beiden Beinen steht, sozusagen auch Werke der freien Kunst herstellt und ganz wichtig, auch Werke für Hochzeitsbilder und natürlich auch als Fotografin, wo sie Tiere fotografiert, also Vierbeiner. Und ganz wichtig sind ihr natürlich die Pferde, wenn man das mal näher betrachtet. Und sie hat eine Fotografielehre gemacht, ganz wichtig zu sagen, und ist sozusagen somit auch selbstständige Fotografin. Und ich kann auch natürlich zu ihren Werken sagen, auch hier haben wir ein erotisches Thema mit dem Bild der Verheißung. Ja? Und das ist sozusagen die Überleitung dahin und ich habe auch eine Überleitung hierhin. Wir sehen ganz viel Blau. Wir sehen Blau als Farbe des Realismus, des Realistischen. Und so kann ich sozusagen den nächsten Künstler vorstellen, Matthias Demning. Mal einen herzlichen Applaus. Seine Werke sind hier zu sehen und auch nochmal da drüben. Was ist bei ihm ganz wichtig? Wir sehen bei ihm Wachsmalerei und da handelt es sich um ein Verfahren, was sozusagen mit heißem Wachs hergestellt wird und dann wird gemalt. Und ganz wichtig ist zu sagen, sein Bereich ist sozusagen die Fantasie im Bild und eben der Prozess des Kreativen. Also das ist sozusagen sein Antrieb und der kreative Gedanke und das kreative Gestalten ist so das, was ihn umtreibt, damit er sozusagen mit seiner starken Begeisterung diese Kunstwerke sozusagen in die Malerei überleitet. Und wir sehen hier auch natürlich ganz stark die Idee des positiven Stadtbildes. Also die Stadtlandschaft im Hintergrund und vorne sehen wir das Schöne, das Positive von der Landschaft. Das heißt, wir haben hier ein schönes Grün und eine positive Haltung gegenüber der Stadtlandschaft im Sinne von Gesellschaft.
Ja, also eine positive Gesellschaftsbetrachtung. Dort oben haben wir noch ein Bild von Heike Huismann, das ich nicht unerwähnt lassen möchte. Und ich hätte ganz gerne einen großen Applaus für Stefan Egger. Mal einen herzlichen Applaus. Kommen Sie zu mir. Wir sehen seine Werke hier. Ein Holzbildhauer aus Tirol und natürlich auch wieder Österreich. Und ganz wichtig sind seine Werke zu erwähnen, denn er hat die Idee, dass er Holz miteinander verleimt. Welche Hölzer bearbeitet er? Eiche, Linde und Zwirbelkiefer. Und wenn er seine Hölzer verleimt, dann kommt dort immer ein Furnier-Nussbaum dazwischen. Wir sehen das zum Beispiel dort drüben ganz stark bei der ersten Skulptur. Immer dieser dunkle Streifen. Und so bearbeitet er sozusagen verschiedene Themen von Weinregionen, die dann christliche Namen haben, aber nicht sein Hauptwerk ist das Christliche, sondern eben eher verschiedene Ansätze, verschiedene Denkansätze. Bei ihm geht es los mit einer kurzen Skizze auf Papier. Dann geht der grobe Zuschnitt mit der Kettensäge, mit dem verleimten Modellklotz sozusagen, wo das losgeht. Und dann haben wir den Schritt, dass wir nach dem Zuschnitt mit der Kettensäge dann mit dem Schnitzeisen daran gehen, an diesen großen Block und den dann formen. Und daraus entstehen dann diese zarten und feinfühligen Skulpturen. Und wenn wir um die Ecke kommen, da sehen wir dann nochmal eine Figur, die sozusagen durch den Raum schwebt. Und das Ende jeder Skulptur wird dann mit Wachsöl eingeleitet. Das heißt, das ist zur Versiegelung von außen nochmal. Ja. Und ganz wichtig zu sagen, er ist sozusagen ein Schreiner mal gewesen und hat sich dann weiterentwickelt zum Bildhauer und hat dann auch Unterricht genommen, hat dann auch eine Bildhauerausbildung gemacht und heute gibt er selber Unterricht. Ja, und das ist dann meine Überleitung in den nächsten Raum zur nächsten Skulptur. Ja, also die Schwebende, die dann sozusagen von oben kommt und wir haben hier filigrane Gesichter und ein filigranes Kompositionselement bei dieser Skulptur. Jetzt befinden wir uns im zweiten Raum und mal einen ganz herzlichen Applaus für Dorothee Becker aus Hamburg. Und ihre Werke sind hier zu sehen und die Künstlerin sitzt hier am Tisch. Da sehen wir sie nochmal und zwar hat sie mal BWL studiert. Und wir sehen hier Werke mit einem sehr sensiblen Ansatz. Das heißt, sie geht hier ganz vorsichtig mit Bleistift und mit Farbstift und formt langsam eine Figur. Und dazu gibt es dann ein Blatt. Und es gibt natürlich auch Geschichten zu den ganzen einzelnen Werken. Und lassen Sie sich die ruhig erzählen. Wir haben hier natürlich auch verschiedene Tiere, die dann um den Menschen herum sind. Und da sehen wir kleine Geschichten in den Bildern. Und auch hier Ansätze zu ein bisschen Illustration. Und wir sehen natürlich auch die Freiheit in der Malerei, gerade bei ihr, weil sie mit anderen Augen die Welt sozusagen sieht. Wir sehen hier auch die Musik als Element mit dem Notenschlüssel. Und hier sehen wir auch nochmal ein Element, was auch ein Musikinstrument sein könnte. Dann möchte ich noch mal vorstellen, Van der Amoste, der ist heute entschuldigt, der ist leider erkrankt. Bei ihm sehen wir Marc Chagall-Bezüge. Bei ihm gibt es oft das Thema mit dem Fliegen, mit Flugelementen. Und natürlich New York spielt da oben eine ganz große Rolle. Und er hat natürlich auch multikulturelle Wurzeln, dann noch mal in die Niederlande und natürlich auch nach Italien runter und eben auch nach New York. Seine Werke sind meistens Ölbilder und wie wir das schon sehen können, sind da ganz viele Elemente rausgekratzt, drüber gemalt. Also er arbeitet mit der Fläche und arbeitet sozusagen mit dem Flächenelement und mit den Bildern. Heike Huismann ist heute auch entschuldigt, auch nicht da. Ihre Werke sehen wir hier vorne. Sie ist eigentlich eine Porträtmalerin, malt seriöse Porträts. Aber heute haben wir so ein bisschen Erotik von ihr oder leichten Anflug des Erotischen. Sie hat mal in Süddeutschland studiert und an der Universität der Künste hier in Berlin. Und
ferner hat sie sozusagen hinten auch nochmal eine Wand, wo sie auch Werke ausgestellt hat. Und dann gibt es dort hinten nochmal eins im Fenster. Und sie hat so den Ansatz des Menschen. Also für sie ist der Thema oder der Tonus ist sozusagen Mensch als Thema und dass sie den Menschen nicht nur in der Optik zeigt, sondern eben auch das, was ihn ausmacht. Und hier bei dem Bild kommt das besonders zur Geltung. Da sehen wir so die gelangweilten, reichen, schönen, die eigentlich so ein bisschen Müßiggang machen und gar nicht wissen, was sie so mit ihrem Tag anfangen. Dann habe ich noch die Überleitung zu der Künstlerin Diana 80. Die hängt im Flur und da geht es einmal um DDR-Bilder, dann geht es um Paarbilder. Wer sich das näher angucken will, wird das dann sehen. Und dann folgen Sie mir bitte in den letzten dritten Raum. Hier sehen wir nochmal die Bilder von Jos Haider zu sehen. Oder die Bilder von Jos Haider sehen wir hier nochmal ordentlich präsentiert. Seine Idee ist sozusagen, den Mensch auch abzubilden. Auch da sehen wir wieder Untersuchung, Raum und Figur. Und natürlich gibt es auch wieder Elemente, die an Degas erinnern, wo wir die Ballettmädchen noch so im Hintergrund haben. Kunsthistorisch ist da nochmal ein Element und auch ein Verweis. Und natürlich gibt es auch Bezüge zu Martin Weicher, auch von der neuen Leipziger Schule. Auch seine Werke sind hier wieder mit Acryl gemalt und sehen aus, als seien es Ölbilder. Dort drüben sehen wir nochmal die Diana 80 und auch da nochmal. Und dort hinten haben wir Ashley Greig. Ashley Greig ist heute auch nicht da, auch entschuldigt. Sie hat an der Universität der Künste auch studiert, genauso wie auch Emilia Blauzweig, die beiden. Und natürlich auch wie Fahnde Amoste. Und hier kann man auch wieder Öl sehen. Und hier ist einmal das abstrakte Element im Vordergrund. Und jeder kann dann sozusagen den Vogel auf dem Bild suchen. Und da haben wir eher was Gegenständliches, Porträt. Mäßiges und auch da wieder Ashley Greig, eine Künstlerin, die eher Porträts malt. Hier mal wieder ein erotisches Werk. Und abschließend möchte ich noch Heike Hüßmann noch mal kurz vorstellen. Hier auch noch mal in der Ecke mit neuen Werken und da auch noch mal erwähnenswert, dass diese schon verkauft sind. So, dann haben Sie einen schönen Abend. Die nächste Vernissage ist am 20. Juli und die Bar ist eröffnet. Jo.